Ja, guten Tag, ich bin Marie de la Perrière. Ich bin Inhaberin und Gründerin von den Unverpacktladen hier in Kiel, gegründet in 2014. Das war der allererste in Deutschland. Das Konzept von Unverpackt erklärt sich dann in drei einfache Schritte. Dann der Kunde kommt mit seinen eigenen Behältnissen. Das wird gewogen am Anfang. Dann er wird die Ware in der Menge, die er braucht, dann abfüllen. Und am Ende wird er an der Kasse, wird Tara abgezogen von den Behältnissen und bezahlt nur für den Inhalt. Das dient dazu, dann auch drei Sachen zu bewältigen sozusagen, sprich durch den Mehrwegbehältnisse ist ja kein Müll, der entsteht. Dann das bedarfsgerechte Einkauf dient dazu, dass es keine Lebensmittelverschwendung verursacht wird. Und genau die Menge, die man so braucht, das ist ja auch ein bisschen die Auseinandersetzung mit was brauche ich, bisschen so das Konsumverhalten hinterzufragen. Also auf die Idee bin ich gekommen vor 8 Jahren inzwischen, als ich ja einen Artikel über Bea Johnson, das ist eine Französin, die in den USA wohnt, in San Francisco, und die mit ihrer 4-köpfigen Familie keinen Müll verursacht oder so ein kleines Einmachglas pro Jahr. Und das hat mich dann so paff gelassen, wo ich mir dachte so, wow, wie schafft sie das? Habe ich ein bisschen recherchiert, wie sie denn macht, wie sie einkauft, wie sie lebt und so weiter. Sie hat einen Blog, sie schreibt einen Blog darüber. Und das hat mir sehr inspiriert und war ich ja dann so auch an einem Punkt, wo ich ja dann so etwas anders machen möchte und sollte, weil wofür ich nach Kiel gekommen bin, das Projekt ist gescheitert, dann müsste ich ja dann so mich umorientieren. Und ich wollte dann so etwas machen, wo ich mich dann verwirklichen kann, wo ich ja dann so etwas für die Umwelt, für die nächste Generation dann gut tue. Und dann ist den Unverpacktladen entstanden. Also am Anfang war sehr viele Fragezeichen über die Köpfe, sei von die Lebensmittelbehörde, von den Konsumenten, von sehr vielen anderen Händler. Was ist das Konzept, was ist die Idee, wie funktioniert das, wie muss ich ja dann so mich verhalten, wie kaufe ich ja ein? Also der Anfang war sehr holperig sozusagen, auch für die Suche von Produkt, also die Lieferantensuche war nicht ganz einfach, die Immobiliensuche, aber im Ganz, es hat sich dann peu à peu entwickelt und jetzt etabliert und Unverpackt ist inzwischen ein Begriff geworden und heute in 2020 sind über 300 Läden in Deutschland, die entstanden sind. Also ganz ohne Verpackung kann man nicht. Die Frage ist dann, welche Art von Verpackung dann haben wir. Ich bekomme ja vom Lieferanten auch Verpackung, die dann so Schwerpunkt, also wir bestehen drauf, dass die dann so entweder wiederverwendbare Verpackung oder Papierverpackung und wenn Kunststoff, dass es so Monostoffe sind und womöglich nicht so viele Kunststoffe dann zusammen sind. Oh, es gibt ja viele, die noch so einzeln verpackt sind oder es ist ja dann wegen die Hygienevorschriften, wie zum Beispiel Fleisch. Also da sehe ich ja nicht die Notwendigkeit, dann so wirklich ein großes Sortiment an Fleisch zu haben. Es gibt ja dann so Metzger, wo es dann wiederum bei vielen möglich ist, dann mit eigener Verpackung dann einzukaufen.
Also im Prinzip für die gleiche Qualität. Wir haben ja hier im Sortiment dann so 90% Bio-Waren und dann so aber auch konventionelle Waren. Und wenn wir dann so die Preise gucken, wir sind ja dann so ganz vergleichbar mit Preisen, die in Bio-Supermärkten sind oder Bio-Produkte, die in konventionellen Supermärkten sind. Ich hoffe groß, dass mein Einfluss so groß ist. Es ist ja sehr schwer zu messen, aber alleine dann zu sehen, dass der Laden hat sich etabliert, dass es funktioniert, dass eine Stammkundschaft schon von Anfang an sich entwickelt hat, dann glaube ich, dass das ist ein Beitrag zu das Umweltschonende oder zu einer besseren Welt. Ich glaube, man muss sich nicht sofort hochschreiben, ich möchte ohne Müll leben, sondern müllfreier. Und das ist ja dann so eigentlich ganz einfach. Man kann ja da so ganz leicht zu Hause anfangen. Alleine öffnest du den Kühlschrank, guckst du, was habe ich ja denn so im Kühlschrank an Ware. Und die Ware, die verpackt sind, sich überlegen, gibt es dazu eine Alternative? Und wenn ja, dann gucken, wo kann ich ja das bekommen, und wenn nicht, dann was wäre die Verpackung, die dann so umweltfreundlicher ist. Und so anfangen, peu à peu, das ist ja, wo wir dann so die schnellste und beste Ergebnisse dann so sehen können. Und dann so immer sich überlegen, wenn gleich angeboten eine Tüte oder so eine Verpackung, dann so immer den Reflex haben, so einen Beutel bei sich zu haben oder eine Dose, je nachdem, was man braucht. Und auch sich überlegen, was brauche ich ja dann tatsächlich, um eben diese Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Was sind die anderen Projekte? Also ich habe ja mit Lieferanten dann so ein Projekt über die Verpackungsreduzierung entlang die ganze Lieferkette. Das ist ja dann, was ich ja dann von Anfang an mich dann animiert, und versuche ich ja das so tatsächlich durchzusetzen. Sonst durch die Workshops und Seminar und Beratung, die ich ja gebe, mit den Unverpackt Akademie, dann verbreite ich ja dann die Idee oder unterstütze ja dann so Personen, die so einen Laden aufmachen wollen, und dadurch wird dann auch das Art zu konsumieren dann sich verbreiten.